Jo, was geht ab? YouTube, Timo hier mit Last Minute News zum Server Slam in Diablo 4, der jetzt bekanntlich vom 12. bis 14. Mai jeweils 21 Uhr übers Wochenende läuft. Und wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, uns einen exklusiven In-Game-Boni zu sichern, wenn wir Ashava, den Weltenboss, innerhalb dieses Zeitraums mit einem Level 20-Charakter legen. Jetzt hat sich aber einiges getan im Vergleich zu den ersten beiden Beta-Phasen, was das ganze Ding auf jeden Fall deutlich erschweren wird. Erstens mal gab es ein Wipe, heißt alle eure Character, Items, Clans, in die ihr beigetreten seid und so weiter und so fort sind gone. Passé, finito, heißt ihr müsst euch euren Character und euer Gear ganz von vorne aufbauen dieses Wochenende. Zweitens, jetzt sieht es so aus, dass das Level Cap von 25 auf 20 runtergebügelt wurde. Heißt, es fehlen 5 wertvolle Skillpunkte, um unten zu den Ultis zu kommen, aber natürlich auch 5 Skillpunkte, um Ashava zu killen, denn das ist ja bekanntlich ein Level 25er Weltenboss. Heißt, ihr geht quasi 5 Level underleveled in diesen Fight rein, was auf jeden Fall auch deutlich anspruchsvoller werden wird als in den ersten beiden Phasen. Drittens, die Legendary Drop Rate wurde der veröffentlichten Version des Spiels angepasst. Heißt, es werden deutlich weniger Legendaries droppen als in den ersten beiden Beta-Phasen. Weniger Legendaries heißt natürlich auch weniger Legendary Power, die eure Skills eventuell verbessern. Das resultiert in weniger Damage. Wieder auch ein interessantes Ding, um Ashava runterzuzergen. Und als wäre das noch nicht genug, kamen jetzt mit dem letzten Patch signifikante Nerfs für alle Klassen rein. Also es wird sehr, sehr interessant dieses Wochenende, das kann ich euch versprechen. Ich habe mich jetzt durch die ganzen Patchnotes gewühlt, das sind nicht wenige, sage ich euch. Und wir werden das hier alles nicht im Detail durchgehen, denn ich will euch nicht langweilen. Wir schauen uns jetzt mal nochmal alle wichtigen Infos an zu Ashava, wann wird die spawnen und so weiter und so fort. Und zum Ende gebe ich euch nochmal ein paar Ratschläge, was ihr jetzt eventuell spielen könnt für eure jeweilige Klasse, um den meisten Damage rauszuhauen und Ashava halt safe zu killen, dass ihr diesen Boni bekommt. Ich kann es nicht zu 100% sagen, weil ich konnte es nicht testen. Anhand der Patch Notes kann man aber schon mal so ein paar Sachen ausmachen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal rein mit dem Wichtigsten. Was geht ab? Was kriegen wir an Boni und wann spawnt Ashava? Ashava wird von Samstag bis Sonntag jeweils von 6 Uhr bis 6 Uhr alle 3 Stunden spawnen. Heißt einfach, ihr habt realistisch, wenn ihr die beim ersten Mal nicht killen könnt, beim zweiten Mal nicht, ihr habt theoretisch, wenn ihr die ganzen 24 Stunden wach seid, 8 Mal die Chance, Ashava den neuen Boni abzunehmen. Der neue Boni ist ein Skin für das Mount. Ich blende den hier jetzt auch nochmal ein. Ist meiner Meinung nach nicht der hübscheste, aber wenn ihr wie ich seid und natürlich alle Boni mitnehmen wollt von den Beta-Phasen und so fort, weiter und so fort, dann ist das auf jeden Fall ein Muss. Und wie gesagt, die Beta startet jetzt heute am 12. um 21 Uhr, heißt der Stream wird sich auch auf 21 Uhr verschieben heute bei mir. Ich würde sagen, wir starten so 8 Uhr rein und dann machen wir so bis Mitternacht, werden schon mal den Charakter hochleveln und so weiter und so fort. Und dann bin ich auch morgen am 13. am Start, natürlich am Samstag, ich schätze mal so ab 5 Uhr, mal gucken so roundabout. Und dann werden wir auch gucken, dass wir Ashava so oft mitnehmen, wie es geht. Wenn ihr noch Probleme habt, kommt gerne hier bei uns in den Clan und so weiter und so fort. Kommt in den Discord, wir haben super nette Leute. Und die helfen euch dann, falls ihr mit eurem 20er Charakter Ashava nicht legen könnt. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr müsst Level 20 sein. Reicht jetzt nicht, mit einem 15er reinzugehen und sich carryen zu lassen. Das geht auf jeden Fall soweit nicht. 20 muss er sein, um den Boni auf jeden Fall zu safen. Dann sieht es so aus, wenn ihr zum Beispiel die ersten beiden Beta-Phasen noch nicht mitgenommen habt und euch zum Beispiel die beiden exklusiven Titel nicht gesichert habt, einmal nach Kyovasha zu kommen und einmal einen Level 20er Charakter zu erreichen, könnt ihr das auch noch easygoing mitnehmen. Plus ihr könnt auch noch das Wolfspad euch sichern, wenn ihr einen Charakter auf Level 20 levelt. Das geht jetzt auch noch dieses Wochenende, also solltet ihr jetzt noch nicht die Chance gehabt haben, dann let's go, ab dafür. So, Freunde der Sonne, so sieht das aus.
Und ich wollte das ganze Ding ja auf jeden Fall kurz halten, weil ich wollte das jetzt heute noch raushauen auf die Schnelle. Jetzt gucken wir uns ganz kurz noch an, was hat sich hier in Sachen Charakter, Klassen geändert, weil da kam einiges rein. Und ich gebe euch nochmal ein paar Tipps mit, was man auf jeden Fall jetzt gut in der Wochenend-Beta-Phase zocken kann. Let's go! Okay, ganz kurzer Blick hier auf die Patch Notes. Ihr seht, was hier vor 2 Tagen alles reingekommen ist. Es ist ein ganzer Haufen Zeugs. Ich werde euch jetzt nicht langweilen mit dem ganzen Zeug hier allein beim Druidengefühl, 2 DIN A4 Seiten und so weiter und so fort. Für mich super interessant, wenn es euch auch genauso interessiert wie mich. Und wenn ihr euch da durcharbeiten wollt, verlinke ich euch das unter dem Video natürlich. Dann könnt ihr genau sehen, was alles für eure Klasse geschehen ist. Allerdings hauptsächlich Nerfs sind reingekommen. Schade, schade. Long story short, wir machen das jetzt anders. Ich werde euch jetzt mal anhand dieses Character Planners ein bisschen zeigen, was passiert ist und was ihr am besten spielen könnt. Fangen wir mal an mit dem Barb. Dort war Upheaval sehr, sehr beliebt. Ein Skill, der guten Damage gemacht hat und auch auf Range funktioniert. Hier wurde Furious Upheaval auf jeden Fall deutlich genervt. Hier gibt es jetzt nur noch 3% erhöhten Schaden, Stack 10-mal hoch und vorher war das 8% mehr Schaden, das heißt von 80 auf 30% runter, gibt auf jeden Fall deutlich weniger Damage. Wir müssen mal gucken, was hier passiert. Wirbelwind wurde gebufft im Damage, vielleicht funktioniert das jetzt besser, das war ein Skill, da haben sich viele Leute drüber beschwert. Und eventuell funktioniert Hota jetzt auch ganz gut. Also ich würde versuchen, wirklich von Upheaval wegzugehen und beim Barb vielleicht auf Hota oder Wirbelwind zu gehen. Mal gucken, was da passiert. Eine weitere schlechte Nachricht auf jeden Fall. Beim Barb ist ihr Rallying Cry. War ein super guter Skill, um Ressource und Ressourcengeneration, Regeneration und so hochzubringen. Das wurde auch genervt. Und zwar diese Rune hier, Tactical Rallying Cry, wurde von 50% Wut, die ihr direkt erzeugt, und 50% Wuterzeugung auf 20 und 20 runtergeschraubt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Nerf. Und auch Challenging Shout, ja, heute ist wieder gut. Challenging Shout wurde auch genervt. Und zwar ist hier erstmal, wurde die Schadensreduktion runtergeschraubt und auch die Dauer von 8 auf 6 Sekunden genervt. Also beim Barb kam vieles rein, gerade hier bei den Schreien, die sehr, sehr gut waren für uns Barbs. Ich bin Barb-Spieler, die sehr, sehr geholfen haben mit der Ressourcenerzeugung und Schadensreduktion und so. Hier wurde einiges dran geschraubt, was eigentlich super schade ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, Hota oder vielleicht sogar Wirbelwind anzugehen. Wirbelwind für Ashaba natürlich nicht so gut, muss ich sagen. Eventuell Hota auf jeden Fall besser. Kommen wir zum Druiden. Die Klasse, die ich jetzt höchstwahrscheinlich am Beta-Wochenende maxen werde. Hier sieht es so aus, dass die Pets auf jeden Fall gebufft worden sind. Dass hier Poison Creeper deutlich mehr Giftschaden macht. Wölfe und Raben machen mehr Damage. Kann man auch in den Patch Notes sehen. Aber leider ist es so, dass die Skillpunkte wahrscheinlich jetzt in der Beta-Phase nicht reichen werden, um hier einen maximalen Pet-Build irgendwie rauszuhören beim Druiden. Leider wurde hier Landslide heftig runtergenervt. Das hat übelsten Schaden gemacht. Das waren diese beiden Erdsäulen, die quasi aus dem Boden gekommen sind, die Gegner zerquetscht haben. Das wurde super runtergenervt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was genau beim Druiden idealerweise gespielt wird. Lightning Storm hat in den vorherigen Betas bei mir gut funktioniert, aber ich hatte auch 2, 3 Synergien dazu. Das war ganz gut. Pulverisieren wurde gebufft. Das kann ich wahrscheinlich empfehlen. Macht einen super guten Damage in Bärenform und so weiter und so fort. Ich würde einfach irgendwas spielen, wo ihr Legendary Power findet beim Druiden. Dann soll das auf jeden Fall klar gehen, diese Beta-Phase. Kommen wir zum Necro. Beim Necro sieht es so aus, dass Bone Splinters heftig vom Damage runtergenervt wurden. Was jetzt nicht so schlimm ist, denn hauptsächlich wurde das gespielt, um hier mehr Crit zu bekommen.
Bonespear allerdings wurde vom Schaden erhöht. Bonespear, ganz guten Damage, ganz guten Single-Target-Damage und so weiter und so fort. Würde ich euch empfehlen, vielleicht diese Beta auf Bonespear zu gehen, was ganz gut funktioniert hat. Was auf jeden Fall, was auf jeden Fall nicht mehr zu empfehlen ist, ist Corpse Explosion, also Leichenexplosion. Das Ding wurde auch komplett runtergenervt und wird lang nicht mehr so viel Schaden machen wie vorher. Plus eure Skelette und eure Pets spawnen jetzt deutlich langsamer und sterben, glaube ich, auch öfter. Was sowieso kein Pet-Build ist, sowieso schlecht für Shava, weil die holt einmal den Haymaker raus und alles ist down. Und dann fehlen euch die Leichen, um die Dinger wieder zu spawnen und so weiter und so fort. Deswegen beim Necro muss man gucken. Hier Blood Search und so, das wird auch nicht mehr so gut funktionieren, wie wir das aus der Beta kennen. Bonespear auf jeden Fall eine solide Möglichkeit. Dann kommen wir zum Rogue. Der Rogue ist meiner Meinung nach, was ich in den Patch Notes gesehen habe, auf jeden Fall noch super stark, gar keine Frage. Twisting Blades hat einen kleinen Nerf bekommen und zwar ist es nur, dass hier die Cooldowns ein bisschen genervt wurden am Schaden und so weiter und so fort, ist das Ding aber noch oben dabei. Und was man auch dazu sagen muss, wo haben wir es denn hier, wo haben wir denn Imbuement, Poison Imbuement. Das ist auf jeden Fall diese Giftverzauberung, die ihr auf eure Waffen legt und wo ihr dann irgendwie drei Charges habt, da Gegner zu vergiften, was super gut gegen Single-Target ist, by the way. Auch super gut gegen Ashaba dann, ne? Also Poison Imbuement wurde gebufft und Twisting Blades sollte noch ganz gut funktionieren mit weniger Cooldown, natürlich, versteht sich. Und dann würde ich euch Poison Imbuement auf jeden Fall empfehlen. Das sollte Ashaba auf jeden Fall aus den Latschen hauen. Last but not least kommen wir zum Sorcerer. Ja, und die Magierspieler unter euch, die können jetzt schon mal die Taschentücher rausholen, denn hier hat sich einiges getan. Erstmal fangen wir an mit Chain Lightning natürlich. Bei Chain Lightning ist es so, dass der Skill jetzt nicht nur weniger Damage macht, sondern er trifft auch einmal weniger. Ich glaube, sonst ist er bis zu 6-mal übergesprungen. Jetzt seht ihr hier, der springt nur noch bis zu 5-mal über. Plus, wo haben wir es denn? Diese Rune hier, Greater Chain Lightning. Hier, das Ding wurde auch heftig genervt. Und zwar hat hier jeder aufeinanderfolgende Treffer 25% mehr Schaden gemacht. Das wurde jetzt auf 10% Damage runtergeschraubt. Wisst ihr Bescheid? Weniger Damage, weniger Hits, weniger aufeinanderfolgender Damage. Blizzard hat das Ding auf jeden Fall zerstört. Und kommen wir zu dem anderen sehr, sehr beliebten Skill. Und das ist natürlich Hydra. Bei Hydra sieht es so aus. Damage ist runtergegangen. Und die Zeit, wo die Hydra oben ist, ist auch um 2 Sekunden genervt worden. Ihr seht hier, ist auf 53%. Ich glaube, Hydra, die haben die um 25% Schaden genervt. Ich bin mir jetzt ganz nicht sicher. Checkt das in den Patch Notes, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall, Schaden ist deutlich runtergegangen und auch die Zeit, wo die Hydras oben sind, ist runtergegangen. Dann hatten wir hier noch diesen OP Ice Blades Skill. Ice Blades wurde gespielt mit Ice Armor für unendlich Cooldown und so weiter und so fort. Hier hat Blizzard auch auf jeden Fall hier bei der Rune hier den Cooldown runtergeschraubt. Ich kann euch nicht genau sagen, was jetzt gespielt werden kann. Beim Magier sehr, sehr stark auf jeden Fall ist Firewall. Wo haben wir denn die Firewall? Firewall hier. Das ist sehr, sehr stark. Es kann aber auch sein, dass Lightning Skills immer noch sehr, sehr gut performen, weil die Dinger waren so OP und dass trotzdem jetzt durch die Nerfs halt immer noch genug Damage da ist, um die Mobs auf jeden Fall gut runterzurocken. So, Ladies and Gentlemen, das auf jeden Fall hier zu den Klassen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wie das jetzt während des Server Slams aussieht. Wie gesagt, wir streamen heute am 12. ab 8 Uhr, zieht euch das rein, und Samstag circa so ab 5. Mal gucken, was geht. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt,
mit Ashaba, dem Weltenboss, dann kommt in den Discord, kommt in den Stream. Wir haben hier sehr, sehr nette, kompetente Leute und wir werden sicherlich ein paar nice Gruppen bilden, um für jeden hier in der Community den Boni zu sichern. Ansonsten, Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall viel Spaß während des Wochenendes. Schaut mal in den Stream rein, hier bei Twitch, Twitch.tv, 5ornetv. Ich verlinke euch das Ding unten. Da haben wir immer eine Menge Spaß. Ansonsten, danke für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Peace!